Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder zum Spiel What's My Value, beziehungsweise auf Deutsch, wer hat den höheren Marktwert? Wir fangen einfach mal direkt an. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wenn nicht, dann lasst es sein. Ist euer Ding. Ich werde hier niemanden zwingen. Also wir fangen einfach mal an. Leroy Sahne gegen Asta Franschk. Lisa Ne hat einen Marktwert von 60 Millionen und ich glaube einfach mal, dass Asta da dahinter ist. Ja, 10 Millionen. Easy. Dann haben wir Sebastian Allaire. Ist er jetzt leider verletzt? Auch an der Stelle nochmal gute Besserung. Natürlich. Aber ich würde trotzdem sagen, dass er mehr wert ist als Franschk. Ja, 35 Millionen. Gute Besserung, wie gesagt, an Sebastian. An Sebastian. Alle. Dann Paul Jäckel. Der ist weniger wert. Ja, 5 Millionen. Super. Okay, ja. Dann Flo Wirtz. Auch an ihn gute Besserung. Hat ja aktuell noch einen Kreuzbandriss. Ist aber, soweit ich weiß, schon wieder im Aufbau und wird demnächst in ein paar Monaten wieder einsatzfähig sein, ist mehr wert. 70 Millionen, ja. Dann haben wir Ilas Bibu noch mit David Raum, der jetzt zu RB Leipzig gewechselt ist, vor ein paar Wochen. Würde ich aber sagen, er ist weniger wert. Ja, 16 Millionen. Jetzt müssen wir in den 16er Bereich, ist halt schwierig. Oh, Tuta von der Eintracht. Die Eintracht hat natürlich groß gewonnen, die Europa League. Das hat Hoffenheim nicht geschafft. Da ist vielleicht der Europa League Bonus noch mit drin. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem sagen, weil Tuta jetzt schon gut ist, aber war jetzt nicht so. Ich glaube, er ist weniger wert. Jawohl, 13 Millionen. Dann haben wir jetzt Edmond Tapsoba, der ja im Spiel gegen Dortmund ins Tor gegangen ist tatsächlich. Hat er da für ein paar Sekunden dann Torwart gespielt und ich glaube, auch wenn er eigentlich Rechtsverteidiger ist, dass das jetzt sein Marktwert nichts geschadet hat. Jawohl, 35 Millionen. Dann haben wir jetzt Bartosz Białek von VfL Wolfsburg. Boah, das ist jetzt schwierig, aber ich glaube, sollte nicht so viel wert sein, oder? Ich glaube einfach mal nicht. Ja, 4 Millionen, super. Dann Mats Hummels, oh, das ist jetzt halt schwierig. Er war ein geiler Innenverteidiger, mittlerweile macht ihm halt das Alter ein bisschen zu schaffen. Ist der noch mehr wert? Ist die Frage, aber ich denke es einfach mal schon einfach, weil er auch eine Legende ist. Ja, 6,5. Super. Dann Ko Itakura. Also, der ist, glaube ich, für mehr wie 6,5 gekommen. Gekommen? Ja, passt schon. Aber ich glaube, der ist nie so viel wert. Er hat letzte Saison nur zweite Liga gespielt. Jawohl. Also wird er sein Marktwert noch nicht ganz so hoch sein. Aber ist ein ganz ganz geiler. Dagegen sein Ex-Teamkollegen Omi Henry. Der war ja ausgeliehen jetzt in der Liga. Hatte eigentlich meines Wissens nach, ich habe jetzt nicht Liga oder so geschaut, ziemlich gut performt. Von daher würde ich sagen, der ist mehr wert. Ja, genau das doppelte 10 Millionen. Ne? Dann haben wir Marc-Oliver Kempf. Boah, ist halt die Frage. Hertha hat halt gar keine gute Saison gespielt am ersten Spieltag. Gleich mal gezeigt bekommen von Union Berlin, wer der Stärkere ist. Boah, drum würde ich aber sagen, der ist weniger wert. Ja, 4,5, perfekt. Dann machen wir weiter mit Pavel Kadaschabek. Spielt bei Hoffenheim. Von daher ist der automatisch schon ein bisschen mehr. Also Hoffenheim eine geile Saison gespielt. Von daher würde ich sagen höher. Ho, nur 500.000, das war knapp. Das war knapp. André Silva von RB Leipzig. RB Leipzig hat sich ja jetzt Timo Werner geschnappt. Wo ich das Video aufnehme, ist das noch gar nicht sicher. Aber
voraussichtlich nach. Von daher würde ich aber trotzdem sagen, Zavallis jetzt nichts damit zu tun hat. Er wechselt. Er hat einen Marktwert von 32 Millionen und ist mehr wert. Malik Djao, das war halt auch ein großes Innenverteidiger-Talent. Dankeschön. Das war halt auch ein großes Innenverteidiger-Talent. Aber mittlerweile, wie alt ist er jetzt? 21 oder so? 20, 21? Hängt halt immer noch bei Schalke, hat jetzt noch nichts groß gerissen und ist weniger wert. Ja, 6 Millionen. Finde ich schade. Jetzt, Jamie Bon-Gittens ist ein großes Dortmunder Talent. Aber ich, also ja, wir haben Harit mit 6 Millionen. Ist halt die Frage, ist der mit seinen jungen Jahren schon mehr wert? Aber ich glaube es einfach mal nicht, der ist noch ein bisschen weniger wert. Jawohl, 6 Millionen. 6 Millionen. Dann Marco Reus, der ist mehr wert. Ja, braucht man gar nicht lange diskutieren. Dortmunder Kapitän. Dann Benjamin Pavard. Wird ja auch groß gehandelt. Wechselt er noch oder wechselt er nicht? Sein Berater hat mit Chelsea verhandelt, mit ein paar anderen englischen Clubs. Ist natürlich mehr wert. Mal schauen, ob er bleibt. Vielleicht ist er auch schon gewechselt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich nehme das Video ein paar Wochen vorher auf. ja, dann Mario Götze. Frisch zur Eintracht gekommen. Hat gegen Bayern jetzt noch nicht ganz so viel zum Spiel beigetragen. Mehr wurde auch in der Saison bisher noch nicht gespielt. aber ich glaube, der ist ein bisschen weniger wert als, haben 20 Millionen weniger wert als Benji. Dani Olmo ist halt auch ein interessanter Faktor. Bei Leipzig hat er eigentlich immer ziemlich gut performt. Ist er die 10 Millionen wert? Ich glaube, schon. Ich glaube schon. Ja, aber 40 sogar. Krass, krass. Dann haben wir Kaki, was? Von Mainz 05. Das ist aber interessant. Also der ist frisch zu Mainz gewechselt, wie man hier auch am Trikot sieht. Ich glaube aber nicht, dass der 40 Millionen wert ist. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Dann machen wir weiter mit Nico Elvedi. Hat er jetzt seinen Innenverteidigerpartner mit Matthias Ginter verloren? Aber ist, denke ich mal, trotzdem mehr wert als Kaki. Jawohl. Wunderbar. Dann Yannick Gerhardt. Ich würde aber sagen, ist der mehr oder weniger wert? Das ist halt die Frage. Glaub weniger. Voll 6 Millionen. Easy. Easy. Niklas Stark. Boah, ist halt jetzt die Frage. Wer hat da letztes Jahr zweite Liga gespielt? Das heißt, da hat er ein kleines Minus. War ja bei, bei Hertha, aber ich glaube trotzdem, dass er mehr wert ist. Ja, okay, 500.000 ist das aber nur. Dann Rafael Guerrero ist auch mehr wert. Jawohl, 25 Millionen. Dann machen wir weiter mit Maxi Arnold, der ist weniger wert. Ja, 17 Millionen. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, damit das Video nicht hier ausartet. Lukas Metscher ist auch noch ein bisschen... Boah, der ist mehr wert. Ja, so viel zu schneller. So, 26 Punkte haben wir erreicht. Ist eins meiner besten Ergebnisse. Das ist, glaube ich, sogar mein Rekord. Ich weiß nicht, sieht man hier gar nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann gibt es das öfters. Schreibt doch gerne irgendwelche Wunschspiele in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Tag. Euer Neues. Macht noch was Geiles. Tschüss.